Lerne deinen Geist zu kontrollieren und du wirst zum erfolgreichen Menschen, du kommst in den Erfolgsmodus. In diesem Video geht es darum, wie du es schaffen kannst, deinen Geist so einzustellen, dass du in Zukunft Erfolg haben wirst und dahin kommst, wo du wirklich hin willst. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und ja, gebe Themen raus, was Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung angeht. Deshalb, wenn dir diese Themen gefallen, dann like dieses Video, abonniere meinen Kanal, setze die Glocke drunter, damit du in Zukunft auch Bescheid weißt, wenn neue Sachen von mir rauskommen. Ja, wie funktioniert es, dass du deinen Geist erfolgreich einstimmst, erfolgreich machst? Dein Geist ist entweder im Opfer, im Verlierer oder im Gewinner und im Schaffensmodus. Das ist ganz einfach, indem du dir anschaust, wo du gerade stehst in deinem Leben. Bist du auf der Erfolgsschiene oder bist du noch nicht da, wo du hin willst? Wenn du nicht da bist, wo du hin willst, dann hängt es davon ab oder ist es dem zuzuschreiben, was du in der Vergangenheit gedacht hast. Nämlich deine Gegenwart aktuell sind letztlich nichts anderes als deine Gedanken der Vergangenheit. Oder um das Ganze größer auszumalen, das, was du draußen siehst, deine Umwelt, die aktuelle Realität ist oder sind die Gedanken der Mehrzahl der Menschen und der Ideen, die sie in der Vergangenheit früher hatten. Andersrum gesehen hast du auch die Chance oder haben wir als Menschheit die Chance, die Welt so zu kreieren, wie wir sie gerne hätten, wenn wir wirklich bewusst unsere Gedanken im Jetzt und im Heute wählen, um unsere Zukunft so auszumalen und so ja, zu gestalten, wie wir sie in unseren Träumen vorstellen, wie wir sie wirklich von Herzen wollen. Dafür ist aber notwendig, dass du dir wirklich bewusst bist, was du in den Verstand hineinsteckst, denn der Verstand ist entweder Helfer oder er ist eben ja, der Anführer. Und was du haben willst und was ist, wenn du es nicht tust, ist, ja, wenn du nicht deinen Verstand anführst, dann wird er dich anführen. Er ist wie ein Bediensteter, der dir entweder dient oder er bedient sich dir selbst. Er bedient sich deiner Gedanken, deiner Person letztlich, indem er einfach nur das aufnimmt und in deinen Kopf, in deinem Kopf durchführt, was er von draußen aufnimmt. Das ist wie ein Schwamm, den du entweder selbst auspressen kannst oder er presst sich aus. Also daher sei dir bewusst, dass diese Opferrolle, die du ja letztlich anerzogen bekommst von deinen Eltern, von der Schule, weil sie selbst es so gelernt haben, so zu funktionieren und nicht dem Verstand und dem Bewusstsein wirklich zu dienen, indem sie ja, sich ausmalen, was sie wollen, indem sie ihn trainieren. Nämlich, es ist der Verstand ist wie ein Muskel, den du benutzen kannst und trainieren kannst, wie das Fahrradfahren, wie Muskelaufbau, wie das Laufen. Das dauert Jahre, aber du kannst es schaffen, indem du wirklich jeden Tag dir vornimmst, deine Gedanken so zu handhaben, wie du es gerne brauchst. Denn Peña hat es mal gesagt, die meisten Menschen sind zum Verlieren geboren und leider ist in unserer Gesellschaft ist es so der Fall. Leider begibst du dich mal vielleicht auch in dieser Situation, wo du sagst, ich bin eigentlich gar nicht Schaffer meines Lebens, aber das kann sich ändern. Daher ist die Sache so zu sehen, dass man sagen, meine Gedanken schaffen meine Realität. Indem ich bewusst lebe, kann ich alles ermöglichen, was nur möglich ist. Es ist schwierig, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Du kannst wirklich deinen Verstand trainieren, du kannst es wirklich schaffen und du kannst wirklich den Erfolg ehrlich und wahrhaftig verspüren, wenn du bereit bist, deinen Verstand entsprechend ja, zu trainieren, zu kontrollieren und du bereit bist, die Opfer zu bringen, nicht mehr als Opfer zu sein, sondern die Opfer zu bringen, damit du ja, deinen Muskel, deinen effektivsten Muskel, den Verstand nämlich nutzt, um dein Leben so zu leben, wie du es gerne hättest. Als allererstes gilt es festzustellen, wie kommst du raus aus diesem Loser, aus diesem Opferverhalten? Wie schaffst du deinen Verstand so zu trainieren, dass du eine Verhaltensweise annimmst, die dich nach vorne bringt, die dich die andere auch inspiriert? Dabei gilt es wegzugehen von diesem Verlierer-Dasein oder Verlierer, von dieser Verlierereinstellung
wenn er jemand ein Angebot macht oder wenn er jemand eine Frage stellt, dieses, ja, vielleicht, ja, schau mir mal, ich muss mir das nochmal überlegen, ich weiß nicht so recht, solche Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht. Nein, es geht darum, das ist typisch Verlierer da, das ist dieses Verliererdenken. Wenn du Gewinnerdenken haben willst, ein Gewinner, ein Anführer, der wirklich sein Leben, ja, in die Hand nimmt, der sich behaupten kann, der sagt entweder ja oder nein. Warum kann er ja oder nein sagen? Weil er weiß, was er will. Wenn du aber nicht weißt, was du willst, wie willst du dann auch nach vorne kommen? Dann wirst du ständig hin und her geschubst vom Leben. Du wirst zwar vielleicht viele Erfahrungen machen, aber machst du die richtigen Erfahrungen, von denen du weißt, dass sie dich weiterbringen und die dich weiterbringen auf deinem Weg nach vorne, ist die größte Wahrscheinlichkeit ist nicht. Was passieren wird, ist, du wirst viel Zeit verlieren. Du wirst viel Energie verlieren, anstatt dich mal wirklich zu fragen, was willst du eigentlich und ja, was ist gut für dich? Es ist nicht einfach, aber du kannst es schaffen. Es geht nur darum zu sein, darauf dich zu konzentrieren. Willst du wirklich der Anführer deines Lebens sein oder wirst du weiterhin Opfer sein der Umstände? Als zweites ist es wichtig zu sagen, willst du immer dieses leichte Leben führen? Willst du, dass alles einfach ist? Wie es die meisten Menschen gelernt haben, ah, wenn da sobald sich ein kleines Problem auftut, sobald ich irgendwelche Widerstände spüre, sobald ich Ängste verspüre, sobald es irgendwie ja, ein bisschen schmerzhaft wird, wenn es anstrengend wird, dann ziehe ich den Schwanz ein und ziehe mich wieder zurück und lasse die Finger davon oder es ist mir zu heiß oder ich gehe lieber kein Risiko ein. Ja, ich habe Angst davor zu experimentieren und Neues zu wagen und mich auf Dinge einzulassen, die ich noch nicht vorher ja, gekannt hat oder von mir mein Umfeld auch noch nicht darauf vorbereitet hat oder von dem ich noch nichts gehört habe, dann lasse ich lieber die Finger davon. Nee, das ist genau die falsche Einstellung. Wenn du weißt, dass du nach vorne kommen willst, dann gilt es darum, auch deine Komfortzone zu verlassen. Das hast du wahrscheinlich schon gehört. Da, wo die Angst ist, ist da immer das größte Potenzial. Daher gilt es, dir wirklich klar zu machen, dass du nur dann nach vorne kommen kannst, wenn du wirklich weißt, dass du ja, dass du diese Komfortzone verlassen kannst, dass du diese Bequemlichkeiten ablegen kannst und dir gewiss zu sein, kurzfristig Unbequemes zu tun, kurzfristigen Schmerz zu spüren, kurzfristig Energie zu investieren, kurzfristig vielleicht auch weniger zu schlafen und viel zu machen, aber dafür langfristig davon zu profitieren, langfristig in den Komfort zu kommen. Und dann geht es auch darum, ja, was ist wichtig für dich in Zukunft zu erleben? Und wie dann, wenn du sicher schon weißt, Projekte, die dir Spaß machen oder wo du weißt, dass du, wenn du die Ziele erreicht hast, dann macht es dir auch Spaß, diese Projekte anzugehen. Und dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn es mal kurzfristig Probleme gibt, sondern dann siehst du es einfach als Aufgabe, die zu erledigt werden darf oder als Herausforderungen, Hindernisse, die erklommen werden dürfen. Und dann findest du auch eine Möglichkeit, ja, diese zu besteigen, diese Hürden zu erklimmen und den Weg weiterzugehen. Als nächstes ist es auch ja, von enormer Wichtigkeit, die Frage zu stellen, was ist der richtige Rhythmus, um maximal deinen Tag so zu gestalten, dass er dir gut tut, dass es dir gefällt, dass du nach vorne kommst. Und nicht heute enorm viel machen und dann am nächsten Tag wieder müde sein, sondern jeden Tag ein bisschen nach vorne zu gehen. Das habe ich auch lange nicht verstanden. Ich habe immer Vollgas gegeben anfangs und dann wieder so wie der Hase und diese Geschichte vom Hase und der Igel. Ich bin wie der Hase nach vorne gerannt und nach ein paar Tagen bin ich dann einfach ja, in ein Loch gefallen, in ein energetisches Loch, bin nicht mehr rausgekommen. Dann hat es genauso lange gedauert, wie die Gasgebphase, dass ich mich auch wieder regeneriere, dass ich mich wiederhole von dieser unglaublichen Anstrengung. Also es gilt in diesem Fall auch zu experimentieren mit deiner Energie. Wann bist du am besten in deiner Energie? Wie kommst du am günstigsten nach vorne? Was macht dir Spaß? Und ja, sei dir gewiss, dass es einfach das A und O ist, deine Energie zu finden, diese Disziplin zu beachten,
wann du ins Bett gehst, dass du genügend Schlaf bekommst, dass du gut isst, dass du gesund isst, dass du dein Körper und deine Seele und dein Geist entsprechende Balance hältst, um nach vorne zu kommen, um auch diese, ja, immer wieder diese Komfortzone zu verlassen, damit du ja, Lust verspürst, auch jeden Tag wieder was zu tun und nicht wieder in diese Opferrolle kommst und sagst, ah, es war wieder zu anstrengend, nein, hat mir nicht gut getan, ich mach's lieber doch nicht mehr. Also wenn du diese beiden Punkte anwendest, wenn du dir wirklich gewiss bist, dass du Entscheidungen treffen darfst für dich und dabei bleiben darfst und nicht tagelang darüber überlegst, was sich dann wieder dein Kopf einschaltet, sondern dich auf dein Herz verlässt und dann ja, weit nach vorne gehst, dass du auch weißt, dass es darum geht, Komfortzonen zu verlassen. Wenn du dir das bewusst bist, dann hast du eigentlich schon gewonnen und dann weiß dein Verstand schon, dann kannst du dir gewiss sein, dass du auch den Erfolg bekommst, den du haben willst. Und als letzten Tipp, und der ist für mich der entscheidende, ist, dass du bereit bist, dein Umfeld so zu wählen, dass du auch mit Leuten, dass du in einem Umfeld bist, das dich inspiriert, dass du mit Leuten zusammen bist, die schon da sind, wo du hin willst. Sprich, wenn du zum Beispiel reich sein willst, wenn du frei sein willst, wenn du glücklich sein willst, dann verbring auch die meiste Zeit mit derartigen Menschen. Nämlich, es bringt nichts, wenn du 10 Stunden am Tag mit solchen Menschen verbringst und dann am Abend wieder nach Hause kommst und es heißt, hey, du darfst es doch nicht so sein, hey, du kannst es noch nicht oder was hast du eigentlich gedacht dabei, jetzt dein Umfeld zu wechseln oder deinen Job zu wechseln oder ein Trainingsprogramm zu machen, eine Ausbildung zu machen. Das ist doch gar nicht das, was du eigentlich sollst. Also sprich, deine Familie, deine Partner, unterstützen dich nicht auf deinem Weg, auf deinem Erfolgsweg, dann gehst du wieder in diese Opferrolle und weil du letztlich ein Produkt deines Umfeldes bist. Daher sei dir wirklich bewusst, auch wenn es weh tut, auch wenn es manche Menschen kränkt, aber es gilt darum, maximal viel Zeit oder eigentlich die meiste Zeit mit solchen Menschen zu verbringen, die schon den Erfolg haben oder auf dem Weg des Erfolges sind, den du auch haben wirst. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann wirst du mit den Menschen, die vielleicht unter dir sind, unter Anführungsstrichen, die noch nicht so weit sind, die nicht da sind, wo du hin willst, die wirst du nicht mehr akzeptieren. Denen kannst du nicht den Respekt zollen, den sie verdient haben, weil es geht ja um deine Entwicklung. Und es gilt auch, wenn du diese Entwicklung durchgemacht hast und das Ganze auch langfristig, diesen Erfolgsweg, wenn du diesen eingeschlagen hast, dann kannst du anfangs zumindest dieses Opfer bringen, mit Menschen zusammen zu oder Menschen momentan aufzugeben, die dich nicht weiterbringen, aber du kannst wieder zu ihnen zurückkommen. Oder vielleicht sehen sie ja auch, dass ihr Umfeld doch nicht das Vorteilhafte ist, um sie selbst weiterzubringen. Sprich, du gehst wieder mit Beispiel voran, zeigst ihnen, dass es so nicht geht, dass du in deinem gewohnten Umfeld den Erfolg hast, den du gerne haben willst. Und wenn die anderen Menschen, mit denen du zusammen bist, die dich auch beobachten, die dich sehen, zum Beispiel deine Familie, wenn die deine Entwicklung miterlebt, dann wird sie dich auch sagen, hey, vielleicht hattest du sogar recht, dass du vielleicht momentan nicht diesen Weg gehst, aber später kannst du dann, je mehr du zu dir gefunden hast und je stärker du wirst, je mehr Widerstandsfähigkeit du auch aufgebaut hast, dann kannst du dich auch mit Leuten abgeben, die vielleicht nicht so hoch schwingen, die nicht diesen Erfolgsweg eingegangen sind und kannst mit einer gewissen Gelassenheit ja, mit einem Schutzschild, mit einem energetischen, kannst du den Menschen entgegenkommen. Daher ganz wichtig, suche dein Umfeld aus. Du bist ein Produkt deines Umfelds und wenn du das verstanden hast, dann ist es auch viel einfacher und viel besser, deinen Weg zu gehen. Es ist wie ein Hochleistungssportler. Ein Hochleistungssportler begibt sich auch in den Umkreis von anderen Hochleistungssportlern, weil er weiß, dass er dadurch vielleicht neue Techniken erfährt, dass er sich Inspiration erfährt, dass er mitgezogen wird. Oder er hat auch die besten Trainer. Er hat verschiedene Trainer für verschiedene Bereiche in seinem Leben, um immer besser zu werden. Er nimmt nicht einen Trainer, der noch nicht die Erfahrung gemacht hat, wie er auf ein höheres Niveau kommt, sondern er wird sich einen Trainer suchen, der schon andere auch auf ein höheres Niveau gebracht hat. Erfolgreiche Unternehmer
zum Beispiel halten sich auch im Kreise erfolgreicher Unternehmen auf. Deswegen gibt es ja diese Clubs, deswegen gehen die Unternehmer Golf spielen zum Beispiel, weil sie wissen, dass die meisten Golfspieler auch Unternehmer sind und auch erfolgreicher, die Zeit haben, Golf zu spielen. Und vielleicht trifft sich der eine oder andere untereinander und die können sich austauschen über neue Möglichkeiten, noch mehr Erfolg zu haben. Also diese gegenseitige dieses Anstacheln untereinander oder dieser Austausch ist enorm wichtig. Und auf meinem Lebensweg war es auch so. Ich habe mich lange Zeit lebensmüde gefühlt. Ich war nicht mehr fähig, meinen Weg zu gehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen, andersartig Erfolg zu haben außerhalb von Unternehmen als Angestellter. Da habe ich mich dann auch irgendwie bin ich dann habe ich dann auch irgendwie den Entschluss gefasst, die Entscheidung getroffen. Nein, es geht nicht auf dem Weg weiter. Ja, ich möchte hin in die Selbstständigkeit. Also wo finde ich selbstständige Leute? Wer ist selbstständig? Wer interessiert sich auch dafür, selbstständig zu sein? Und dann trifft man diese Menschen, wenn man darüber redet, und man entwickelt Ideen und man lässt sich inspirieren und dann geht es nach und nach so weiter. Und dann entscheidet man sich letztlich, ja, den Weg zu gehen, wie man weiterkommt. Und was dafür ganz wichtig ist auch, als nächsten Punkt, als vierten Punkt, ist es, sich Ziele zu setzen. Ohne Ziele, wenn ich die nicht inspirierend genug setze, dann werde ich auch nicht entsprechend wissen zum Punkt 1 und zum Punkt 2, welche Entscheidungen die richtigen für mich sind, welche Menschen richtig für mich sind, wo ich hingehen darf, wo es für mich hingeht. Also werde ich immer wieder zurückgeworfen. Sprich, ich setze ein Ziel, ich setze eine klare, ein klar, der Kompass, die Kompassnadel in eine bestimmte Richtung. Und da darf ich dann auch hingehen. Und wenn du einmal dieses Ziel gesetzt hast, dann gilt es auch darum, einen Weg zu finden, wie du an das Ziel am besten hinkommst. Es gibt natürlich tausend verschiedene, x verschiedene Wege, wie du hinkommst an ein Ziel. Der wichtigste ist jedoch, oder der beste ist jedoch, jemanden zu finden, der schon einen Prozess hat, der einen Plan hat, wie du dein bestimmtes Ziel erreichen kannst. Wenn ich mich selbstständig machen wollte, habe ich auch Leute gefunden, die sich schon selbstständig gemacht haben. Sprich, ich habe den Leuten gefragt, wie hast du es denn geschafft? Was sind Dinge, die ich berücksichtigen darf? Was sind die Entscheidungen, die du getroffen hast? Welche Maßnahmen hast du getroffen? Mit welchen Leuten hast du zusammengetan? Welche Instrumente hast du benutzt? Welche Werkzeuge? A, B, C. Es gibt Methoden, x Methoden. Finde die richtige für dich. Finde einen Prozess, der klar für dich ist, der simpel ist und der besonders Spaß macht, weil letztlich geht es ja darum, den Moment zu erleben, den Erfolg nicht nur sich auszumalen in Zukunft, wie es ist und dich gut zu fühlen mit dem, wenn du die Dinge bekommen hast, die du haben willst, sondern es gilt ja darum, schon den Moment zu leben, denn jeder Tag ist wertvoll, du weißt nie, wann dein Leben zu Ende ist. Daher finde das, was dir gut tut, was dir Spaß macht, was dir Freude bringt, denn Freude im Moment ist das Beste, was du haben kannst. Besonders wenn du oder wenn ich, wenn du so wie ich schon keine Lust mehr hattest zu leben oder dir das Leben einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, dann gilt es darum, wirklich diese Dinge zu tun, die dir an die Freude bringen. Und das gilt für mich. Das geht für mich nur über einen Prozess, der dich auch langfristig zu dem macht und zu dem hinführt, wo du gerne hin willst. Und speziell auch deine Gedanken wieder so programmiert, dass du ins Vertrauen kommst und dass du sicher bist, dass wenn du mit der richtigen Denkweise, mit einer positiven Einstellung, das alles schaffen kannst im Leben, was du gerne haben willst. Damit bin ich am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es so der Fall ist, dann setze gerne ein Like drunter. Wenn nicht, dann auch gerne nicht. Einen Daumen nach unten. Das hilft mir auch weiter zu verstehen, was gut ist und was nicht. Abonniere meinen Kanal für weitere Informationen zum Thema Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung. Drück auf die Glocke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.